Leipzig als die magische Nacht von Torgau. Damals hat der Oberligist den FSV Zwickau mit 2:1 besiegt und aus dem Sachsenpokal geworfen. Und heute sind wir wieder in Torgau und wieder empfängt der FC International Leipzig den FSV Zwickau und möchte natürlich die große Sensation wiederholen. Bei allerbestem Herbstwetter im Hafenstadion hier in Torgau. Die Mannschaft ist eine gänzlich andere. Kein Spieler von damals ist noch mit dabei. Die Akteure kommen gleich raus. Nur der aktuelle Trainer, Carsten Hensel, der war damals schon dabei. Damals vor 2 Jahren in Form des Sportdirektors. Heute steht er an der Linie in Verantwortung. Er kommt gleich zu uns und wird uns dann, bevor es hier ernst wird, noch ganz schnell Rede und Antwort stehen, worauf es heute ankommt, um vielleicht tatsächlich erneut die Überraschung zu schaffen gegen den FSV Zwickau, gegen den Drittligisten, der natürlich haushoher Favorit ist. Aber das war ja auch damals. Und damals hat Inter durch eine herausragende kämpferische Leistung und durch starke spielerische Akzente das Ding gewonnen. Carsten Hensel, kommen Sie ruhig hier rüber. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz vor Anpfiff. Ja, wir haben gerade schon gesagt, vor 2 Jahren hat es geklappt. Worauf kommt es an, dass es heute wieder gelingt für Inter? Ja, ist schwer. Ich hoffe, dass wir alles gemacht haben. Das war ein gutes Spiel. Endlich riecht es wieder nach Bratwurst, ein paar Zuschauer in Torgau. Ich hoffe, dass wir alles dafür tun, dass wir ein gutes Spiel sehen. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, ein bisschen Matchglück, können wir es wieder schaffen. Damals haben Sie vor dem Spiel getippt, 0:5 verlieren wir. Was tippen Sie heute? 0:5. Alles klar, vielen Dank. Ja, und dann sind wir gespannt, ob der Tipp in Erfüllung geht oder wie damals krachend daneben geht. Die Mannschaften kommen raus. Der FSV Zwickau ganz in Rot und Inter Leipzig, der Gastgeber, in Weiß mit orangenen Rückennummern. Das Neon-Orange, eine der prägenden Vereinsfarben beim FC International. Wir sehen die Platzwahl, das Schiedsrichtergespann Jens Klemm, assistiert von Ronny Walter und Mirko Eckhardt, Johannes Brinkies, Kapitän des FSV Zwickau und Thomas Mikoski, der Kapitän beim FC International. Wir fliegen schnell über die Aufstellungen, beginnen mit den Gastgebern, die agieren natürlich defensiv im 5-4-1. Einsystem im Tor, Topi Valtonen, davor von links nach rechts die Fünferkette, Williams, Guarnera, Hadaschik, Glenzel fehlt kurzfristig mit Grippe, eigentlich der Kapitän, für ihn spielt Kauk und rechts Samuel Brobbey, davor im Mittelfeld Malero, Langer, Mikoski und Türkilmaz und ganz vorne starker Stürmer bei Inter Leipzig, Obinna Johnson. Auf der anderen Seite der FSV Zwickau fast mit der ersten Garde. Joe Enox nimmt das hier sehr ernst, ist natürlich vorgewarnt nach dem, was da vor 2 Jahren passiert ist. Im Tor haben wir bereits gesehen, Johannes Brinkies, davor die Viererkette mit Schikora links, Hauptmann rechts und in der Innenverteidigung Rheintaler neben. Davy Frick, der kommt für Nkansa in die erste Elf. Links offensiv spielt Yannick Vogt, gibt sein Startelfdebüt für den FSV Zwickau, weil Manni Starke gestern im Abschlusstraining sich leicht verletzt hat. Adduktorenprobleme, eine Untersuchung per MRT steht noch aus. Es wird ein leichter Muskelfaserriss befürchtet bei Manni Starke. Das ist Lokotsch. Möker und Könnecke spielen auf der Doppel-6. Über rechts kommt Gomez und ganz vorne haben wir bereits gesehen Lars Lokotsch neben Ronny König. 3 Änderungen also im Vergleich zum Auswärtssieg in Osnabrück in der alten Heimat von Joe Enox. Hauptmann heute wieder defensiv aufgeboten. Ist ja von Joe Enox zurückbeordert worden. Eigentlich eher rechtsoffensiv. Seit einigen Wochen hilft er als Rechtsverteidiger aus und macht seine Sache exzellent bis hierhin. Das Verletzungspech beim FSV in den letzten Wochen
hat sich schon bemerkbar gemacht. Koskun und Butzen, zwei Außenverteidiger, fehlen nach wie vor. Und das ist Ronny König, der die erste Ecke rausholt. Neben Koskun und Butzen jetzt also auch Starke und auch Dustin Wilms, der noch nicht fit ist. Baumann und Göbel zumindest wieder auf der Bank nach langer Verletzungspause. Der Abschluss und das Tor für Zwickau. So schnell geht's. Zweite Spielminute und der Favorit führt. Nicht gut verteidigt, dieser Eckball. Und dann war es, glaube ich, Yannick Möker, der den Ball in die Maschen genagelt hat. Genau das hat sich der FSV erhofft. Frühzeitig die Nerven entspannen. Frühzeitig die Gedanken ans Spiel vor zwei Jahren aus den Köpfen kriegen. Und das ist natürlich etwas, was den Matchplan von Inter Leipzig komplett über den Haufen wirft. Die Idee war natürlich, wie vor zwei Jahren, defensiv gut stehen und dann schnell umschalten über die schnellen Stürmer und über die schnellen Außen. Das hat vor zwei Jahren herausragend funktioniert, auch weil sie die Bälle eben nicht nach vorne geprügelt haben, sondern richtig Fußball gespielt haben. Technisch eine stark veranlagte Mannschaft, auch in diesem Jahr. Aber die Führung für Zwickau, die sorgt natürlich für einen ordentlichen Rückschlag für Inter. Ballgewinn. Obina Johnson. Und Gomez. Topi Valtonen im Tor, der Finne in der Liga zuletzt nur Ersatz. Inter wechselt regelmäßig. Der heutige Ersatztorhüter Djokovic, zuletzt die Nummer 1 auch in der Oberliga Süd. Heute nur auf der Bank. Der Gästeblock gegenüber verschafft sich Gehör. Gut 100 Zwickauer sind mitgereist. Rheintaler. Verunglückter Ball, Hauptmann hält ihn nicht im Spiel, Fahne geht hoch von Ronny Walter. Samuel Brobay, Bruder vom Bundesligaspieler von RB Leipzig. Und während der Bruder in der obersten Spielklasse unterwegs ist, zumeist als Einwechselspieler, geht Samuel Brobay seit dieser Saison für Inter in der Oberliga an den Start. Schon bemerkenswert vor der Saison der Mega-Umbruch bei den Leipzigern. 20 neue Spieler sind gekommen, auch Corona-bedingt. Sorgt dafür, dass die Mannschaft individuell zwar hoch veranlagt ist, sich aber erst noch finden muss. Lokoc, Gomez. Kein Freistoß für Malero. Rheintaler, der sich festgespielt hat in der Innenverteidigung beim FSV. Schikora und König, Ronny König und Lokoc trifft zum 2:0. 6 Minuten gespielt, der FSV Zwickau sorgt früh für klare Verhältnisse.
Waltonen kann nur abklatschen und Lokoc staubt ab nach dem Abschluss von Ronny König. Genau so haben sie sich das vorgestellt, Joe Enox. Der hat ganz klar gesagt, wir nehmen das ernst, wir experimentieren nicht und wir wollen das Spiel möglichst früh entscheiden, eben um gar nicht in die Gefahr zu kommen, ein Desaster wie vor 2 Jahren nochmal zu erleben. Lokoc mit dem nächsten Ballgewinn. Der FSV extrem präsent. Sehr gut eingestellt, die Mannschaft von Joe Enox. Gomez. König. Chicora und Vogt. War lange verletzt, hatte Rückenprobleme, zuletzt meist auf der Bank in der dritten Liga, weil Rheintaler und Nkansa gut miteinander funktionieren in der Innenverteidigung. Der FSV hat sich ja massiv stabilisiert. Die letzten 3 Partien in der dritten Liga allesamt zu Null. Der Auswärtssieg in München, das 0:0 zu Hause gegen Freiburg 2 und dann der Sieg an der Bremer Brücke in Osnabrück hat dafür gesorgt, dass Zwickau nach schwachem Saisonstart die Abstiegsplätze vorerst verlassen hat. Die Leistungen waren von Beginn an meist in Ordnung. Es haderte, es fehlte an einer vernünftigen Chancenverwertung. Da ließ der FSV zu Beginn der Saison deutlich zu viel liegen, leistete sich zudem individuelle Fehler. Das sorgte dafür, dass Zwickau lange warten musste auf den ersten Saisonsieg. Mittlerweile sind sie in der Spur. Gilt auch für heute. Möker. Frick, Lokoc kommt nicht dran. Zwickau hat alles im Griff, lässt dem Fünftligisten überhaupt keine Luft zum Atmen. Sofort ist der Druck auf den Gegner gegeben beim FSV. Möker, der mal wieder von Anfang an ran darf. Joe Enox war alles andere als zufrieden mit seinen Leistungen zu Saisonbeginn. Zuletzt kam er meist von der Bank, hat seine Sache dann in München und in Osnabrück sehr gut gemacht. Deshalb heute für ihn wieder die Chance, sich von Beginn an zu beweisen. König mit der nächsten Gelegenheit geblockt auf Kosten eines Eckballs. Ja, den hätte er auch
im Spiel halten können. Thomas Mikoski hatte da offensichtlich einen leichten Wahrnehmungsfehler, ist davon ausgegangen, dass es mit Ballbesitz Inter weitergeht. Geschenkte Ecke für Zwickau. Und Möker wird sie treten. Kommt wieder gut. Kopfballmöglichkeit für Schikora, der schon in der Liga durch seine Kopfballstärke auffällig geworden ist und der heute das 1:0 erzielt hat für den FSV, ebenfalls nach Ecke. Da ist Schikora. Lokoc. Vogt auf König. Lokoc und Gomez startet. Platz für Schikora. Vogt. Neuzugang vom VfB Auerbach. In der Liga bislang 5-mal eingewechselt. Heute zum ersten Mal in der Startformation beim FSV Zwickau. Und Lokoc auf Ronny König. Leichter Stockfehler beim Routinier. Trifft der FSV erneut, können wir fast schon einen Haken dran machen. Natürlich hat Inter gestern auch sich angesehen, was in Markranstädt passiert ist. Wo Eilenburg nach 2:0 Führung beim unterklassigen SSV Markranstädt doch noch ausgeschieden ist. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Leipziger am heutigen Tage, auch wenn die Grundvoraussetzungen natürlich nochmal deutlich schwerer sind für den Außenseiter. Zwei Klassen Unterschied, dazu der FSV in den letzten Wochen in bestechender Form. Und sie machen keine Anstalten, hier nachzulassen. Hauptmann! Hauptmann! Hinten geht er rein, falsches Tor. Marius Hauptmann mit toller Entwicklung in dieser Saison, hat jetzt schon in der dritten Liga fast doppelt so viele Einsatzminuten bekommen wie in der gesamten letzten Saison. Wichtig, dass er sich rechts hinten so gut einfindet. Und so die Ausfälle von Butzen und Koskun und zuletzt auch Patrick Göbel nicht so schwer ins Gewicht gefallen sind. Schikora. Ball im Aus, Fahne geht hoch. Hat ja in dieser Saison, in dieser Woche durchaus schon Spiele gegeben in der Bundesrepublik, die Inter Leipzig Mut machen können. Den ersten FC Kaiserslautern beispielsweise hat es erwischt im Landespokal, ebenfalls gegen einen Fünftligisten. Auch Kaiserslautern ja zuletzt gut drauf in der Liga. Aber ein ähnliches Schicksal droht dem FSV aktuell nicht nach dem Doppelschlag in der Frühphase. Malheiro. Beim Einwurf der Portugiese Nuno Jorge Nobre Barbosa Malheiro. Klangvoller Name. Bislang tut er sich unheimlich schwer, wie seine gesamte Mannschaft, gegen einen höchst präsenten
und hochkonzentrierten FSV Zwickau. Gut geklärt von Mikowski. Chikora. König. Und die Möglichkeit für Möker. Lokoc ist mit dabei. Und dann bekommen sie es irgendwie geklärt. Zumindest vorerst. Weiter Ballbesitz beim FSV, der Drittligist. Geht die Sache hier nach wie vor mit vollem Ernst an. Gomez bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Frick getroffen von Obinna Johnson, geht sofort zu Boden, ist aber bei Bewusstsein. Gab sofort den Protest von der Zwickauer Bank. Nachvollziehbarerweise, immer wenn der Kopf im Spiel ist, gerade nach all den Aktionen, die wir in den letzten Wochen auch in der Regionalliga Nordost gesehen haben, natürlich immer höchste Vorsicht geboten, aber Frick steht wieder, hält sich noch den Hinterkopf, wird aber definitiv weitermachen. Gefährlicher Ball und plötzlich die Möglichkeit für Obinna Johnson und er nutzt sie. Was ist denn hier los? Plötzlich ist der Gastgeber wieder da. Aus dem Nichts das Tor für Inter. 19. Spielminute, grober Schnitzer vom FSV, ein Katastrophenrückpass und dann schließt er ab aus gut 25 Metern. Und Johannes Brinkies wird übertölpelt vom Leipziger Stürmer. Und plötzlich ist die Partie wieder heiß. Tor. Der Anschlusstreffer für unseren FC International. Das hatte sich mal so gar nicht angedeutet. Und dann bietet sich die Möglichkeit und sie nutzen sie eiskalt. Iloka Obinna Johnson in der Liga schon 9-mal getroffen in 8 Spielen. Dazu in der letzten Runde im Sachsenpokal doppelt geknipst beim 7:2 gegen Delitzsch. Der fügt sich mal auf wirklich beeindruckende Art und Weise ein beim neuen Club. Der Neuzugang, der zuvor 6 Jahre in Griechenland gespielt hat. Da ist er schon wieder. Tobi Valtonen bislang immer in Finnland gespielt. Inter jetzt seine erste Station im Ausland.
Fehlpass Sikora. Brobe passt auf. Und Obinna Johnson kommt nicht dran. Und Zwickau ist durchaus beeindruckt. Die letzte Konzentration, die letzte Präzision fehlt in den letzten Minuten beim FSV. Die Angriffe nicht mehr so zielstrebig wie noch in der Anfangsphase. Rheintaler. Sikora. Gut verteidigt, schlecht ausgespielt. Fehlpass Frick und die nächste Kontermöglichkeit. Malero gegen Frick. Stark von Malero, lässt Frick stehen. Ein erstes Mal echte Offensivbemühungen von Inter. Der Anschlusstreffer, ein Zwickauer Geschenk. Sie deuten zumindest ihre individuelle Klasse an. Kein Anspiel, sagt Jens Klemm. Langer mit dem Ball. Gut abgegrätscht von Frick. Fahne war eh oben. Abseits entschieden von Mirko Eckhardt. Hinten an der Fahne. Könnecke und Hauptmann. Gut aufgepasst von Niklas Hadaschik in der Innenverteidigung bei Inter. 22 Jahre jung. Ausgebildet unter anderem bei Lok Leipzig, bei RB Leipzig und dem FC Erzgebirge. Bringt also richtig Qualität mit. Der Lange da hinten drin bei Inter. Gute Ecke. Wieder wird's gefährlich. Vogt. Nochmal Möker. Kein Foul von Lukoc, sagt Klemm. Könnecke. Braucht etwas zu lang, Vogt. Lukoc, kein Abseits.
und Frick. Der FSV weiterhin mit gefühlt 90% Ballbesitz. Inter fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Und dann müssen sie versuchen, ihre Umschaltmomente besser auszuspielen. Leipzig steht extrem tief, fängt erst Mitte der eigenen Hälfte an zu attackieren. Hauptmann holt die nächste Ecke. Wieder eine Sache für Yannick Möker, der mit seinem Traumtor in München mit für den ersten Sieg des FSV in dieser Saison gesorgt hat. Das ist Vogt im Abseits. Gute Parade von Waldtonen. Fahne war so oder so oben. Aber es bleibt dabei, die Zwickauer Standardsituationen, die sorgen fast immer für Torgefahr. Hauptmann. Gegen Malero. Gute Aktion des Portugiesen. Diese frühen Rückstände, ein Problem, das Inter zuletzt auch in der Liga hatte. Heute hat es 6 Minuten gedauert für ein 0:2. Zuletzt in der Oberliga gegen Borussia Bautzen 18 Minuten. Da stand es schon 3:0 für die Borussia. Am Ende hieß es 3:5 aus Inter-Sicht. Da hat man sich ganz früh 3 Dinge einschenken lassen und konnte das Ganze dann nicht mehr bereinigen. Malero mit dem missglückten Hackentrick. Und der nächste gute Ball. Rheinthaler ist da. Schneller als Türk Yilmaz. Aber diese Bälle, die sind gefährlich. Schnelle Offensivakteure bei Inter und wenn dann der Ball durch die Schnittstelle in der Innenverteidigung kommt, dann wird es heikel, auch wenn Rheinthaler das gerade sehr souverän abgelaufen hat. Vogt und Lukocs. Waldtonen mit schöner Parade. Neuzugang aus Jaro, zweite Liga in Finnland. Gegen Delic saß er auf der Bank, heute sein Sachsen-Pokal-Debüt. Die beiden Stürmer bekebbeln sich im 5-Meter-Raum. Kurze Ansage von Jens Klemm und dann kann es die Ecke geben. Inter lässt zu viele Eckbälle zu. Und das ist im Grunde der erste, der schlecht getreten ist von Möker. Kein Foul von Gomez. Türk Yilmaz gebremst von Šikora. Marco Šikora
Ganz starke Aktion von ihm und Lukocs holt den Freistoß raus. Schikora mit herausragender Entwicklung beim FSV Zwickau. Im letzten Jahr erst in den Profifußball gekommen, hat sich sofort in die Mannschaft gespielt und hat sich dann innerhalb kurzer Zeit vom No-Name zum Stammspieler, zum Führungsspieler entwickelt. Muss aktuell hinten links aushelfen. Eigentlich ist er ja auf der Doppel-6 gesetzt seit dieser Saison. Möker. Königke, Hauptmann startet. Und Frick. Wieder das alte Bild. Inter lässt sich tief fallen. Lässt Zwickau bis über die Mittellinie kommen. Und geht erst dann in die Zweikämpfe. Freistoß für den FSV. Möker darf noch mal. Vor wenigen Augenblicken ging sein Ball in die Wolken. Was macht er jetzt? Waldhonen lauert, Möker mit der Flanke für Rheintaler. Ist natürlich das Problem, wenn man so tief steht wie Inter, dann ist der Weg zum gegnerischen Tor enorm weit. Dann gelingt es kaum, Befreiungsschläge mal festzumachen, weil Obinna Johnson tief in der eigenen Hälfte gefordert wird. Rheintaler, Neuzugang von Hansa Rostock und Schikora. Gomez. Und Hauptmann, guter Ball von Königke. Hauptmann bekommt ihn noch. Sie verlieren die Bälle zu schnell. Ist natürlich auch schwierig, weil der FSV sofort präsent ist in der Defensivarbeit. Aber etwas mehr Ballbesitz wäre wichtig für Inter. Um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, um reinzufinden in diese Partie. Sie laufen aktuell fast nur hinterher. Gomez. Stark von Schikora und Vogt.
Schwierige Platzverhältnisse da drüben, ist noch einmal kurz aufgeroppelt. Deshalb die Flanke nicht so präzise, wie sie hätte sein sollen. Aber Zwickau bleibt am Drücker, ohne sich die ganz großen Hochkaräter rauszuspielen. Obina Johnson gegen zwei, bekommt den Freistoß nicht, geht, glaube ich, in Ordnung. Auch wenn es dem Stürmer offensichtlich wehgetan hat, dieser leichte Zusammenstoß mit Davy Frick. Der Daumen hoch von Jens Klemm geht weiter für den Stürmer. Zuletzt in bestechender Form. In den letzten zwei Spielen in der Oberliga hat er fünfmal getroffen. Schon zwei Dreierpacks in dieser Saison. Schon beeindruckend, was Obina Johnson gleich zu Beginn seiner Zeit bei Inter auf den Platz bekommt. Die Leipziger in der Oberliga aktuell 15. Nur 7 Punkte aus 8 Spielen. 2 Punkte vor der Abstiegszone haben sie sich natürlich anders vorgestellt. Betonen aber auch immer wieder, dass es einfach Zeit braucht. Könnecke stolpert, deshalb Kontermöglichkeit für Türk Yilmaz. Obina Johnson ist mit dabei. Guter Ball, abseits, entschieden von Schiedsrichterassistent Ronny Walter. König. Bei Inter fehlt der Kapitän. Robin Glenzel hätte eigentlich spielen sollen in der Innenverteidigung. Ist kurzfristig ausgefallen mit einem grippalen Infekt. Kann seiner Mannschaft heute nicht helfen. Für ihn, wie gesagt, Georg Kauk in der Defensive mit dabei. Glenzel, erfahrener Mann, bei RB Leipzig und Dynamo Dresden ausgebildet. Als Kapitän natürlich gesetzt bei Inter. Heute müssen sie ohne ihn diesen Rückstand irgendwie aufholen. Und Frick. Findet keine Anspielstation. Die Räume extrem eng. Waldtonen draußen. Nicht souverän. Und Könnecke mit dem Nachschuss gibt Abstoß.
Zwickau fordert die Ecke in Person von Könnecke. Sein Schuss abgeblockt. Jens Klemm erklärt seine Entscheidung und dann geht es weiter mit Abstoß für Inter. Robina Johnson. Nicht getroffen, sagt Klemm, holt sich den Ball zurück. Langer. Die wenigen Momente, die sie haben, die spielen sie aktuell nicht sauber aus. Deshalb kaum Torgefahr durch die Gastgeber. Mit Ausnahme dieses einen Moments, als Obina Johnson plötzlich frei durch war. Und Brinkies dann überwinden konnte. Aus großer Distanz. Ganz merkwürdiger Abschluss. Brinkies womöglich auch nicht ganz unschuldig an dem Gegentor. Und so haben wir 2 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit in der ersten Halbzeit eine Situation, wo sich der Oberligist nach wie vor durchaus Hoffnungen machen kann. Auf die große Überraschung. Gomez, kein Abseits. Malero gegen Gomez. Stark verteidigt von dem Mann, der bei Sporting ausgebildet wurde. Gomez ja in der Jugend beim FC Porto 2 Jahre aktiv. Nochmal der Freistoß. Hadaschik. Hauptmann. Hellwach. Und Malero. Letzte Minute im ersten Durchgang läuft. Lokoc. Und Könnecke. Chikora. Vogt auf König. Gut verteidigt. Ronny König kommt nicht so richtig zum Zuge. Tut sich da aktuell schwer, die Bälle festzumachen. Wie gewohnt, immer mit dem Rücken zum Tor angespielt. In Osnabrück hat das exzellent gemacht. Die Ballannahme, die Drehung und dann hat er getroffen. Heute noch nicht. Trotzdem führt der FSV Zwickau zur Pause. 2:1, der ganz frühe Doppelschlag des Favoriten. Und dann haben sie Inter selbst zurück ins Spiel geholt. Und so darf sich der Oberligist nach wie vor die große Sensation erträumen gegen den FSV Zwickau. Vor 2 Jahren hat es geklappt. Damals der Endstand 2:1 für Inter. Heute der Halbzeitstand 2:1 für Zwickau. Wir melden uns gleich in der Halbzeitpause mit dem Sportdirektor des FSV Zwickau, mit Toni Wachsmuth und auch Can Koskun. Steht dann Rede und Antwort der Mann, der nach wie vor verletzt fehlt beim FSV. Bis gleich.
Auftritt mit Ausnahme dieses einen schlimmen Moments? Ja, ich denke schon, ging gut los für uns, gehen früh in Führung, legen dann auch gleich nach. Ja, und haben dann natürlich so einen Lapsus drin, der dann auch trotzdem bestraft wird. Von daher zeigt uns das schon, dass wir da aufmerksam sein müssen und das dann wirklich auch seriös zu Ende spielen. Wie sehr ärgert Sie das, dass man Inter dadurch im Grunde selbst zurück ins Spiel geholt hat, nachdem man vorher und auch nachher im Grunde alles im Griff hatte? Ja, also ich glaube, man muss dann schon auch sagen, dass der Platz echt schwer ist zu bespielen. Sehr tief, sehr, sehr weich dann auch. Von daher merkt man auch, dass der Ball nicht wirklich rollt. Das macht es für uns dann natürlich nicht leichter. Trotzdem geht es darum, einfach klar im Ballbesitz zu spielen, da wenig Fehler zu machen. Weil genau auf das wartet natürlich Inter und das müssen wir vermeiden, zweite Halbzeit. Wie haben Sie das Gegentor gesehen? War ein ganz komischer Abschluss aus relativ großer Distanz. Johannes Brinkis sah nicht so gut aus. Wie haben Sie es eingeschätzt? Ja, ich glaube, dass wir einen Rückpass spielen wollen, der dann aber zu kurz ist und dann auch so ein bisschen liegen bleibt auf dem moosigen Platz. Ich glaube, Pommes hat noch kurz überlegt, ob er rausgeht, ist dann aber so stehen geblieben. Ich glaube, dass er den jetzt nicht kriegt, wenn er rausgeht. Von daher war es schon richtig, stehen zu bleiben. Steht dann aber zu weit vorm Tor und dann wirklich einen guten Winkel zu haben. Sah dann natürlich ein bisschen unglücklich aus, aber der Fehler ist natürlich, dass wir gar nicht von dort zurückspielen müssen, sondern eher die Lösung nach vorne suchen. Ging sehr gut los für Ihre Mannschaft. Nach 6 Minuten schon die 2:0-Führung. Inwieweit hat das auch mental für ein bisschen Ruhe und Beruhigung gesorgt? Weil das, was hier vor 2 Jahren passiert ist, natürlich irgendwie im Hinterkopf dabei ist. Ja, ich glaube, die Pokalspiele haben das ja immer so ein bisschen, dass man versuchen sollte, früh zu führen, um da auch gleich eine gewisse Klarheit im Spiel zu haben. Die müssen wir uns jetzt erstmal wiederholen, quasi aufs dritte Tor gehen, damit wir da auch Sicherheit haben. Aber an sich ist das ein Pokalspiel, wie wir es so schon oft erlebt haben. Bislang hat es für den FSV im Sachsenpokal nie so richtig funktioniert. Man hat den Pokal noch nie gewonnen. Man ist immer gescheitert an Chemnitz, an Chemie Leipzig, an Inter Leipzig, an Aue damals im Finale. Warum ist der Sachsenpokal irgendwie bislang nicht der Wettbewerb des FSV? Bis jetzt ist es noch nicht so die Liebesbeziehung. Ich würde das Finale gegen Aue damals ausklammern, weil es tatsächlich eine Woche vor der Relegation war. Alle anderen Spiele auf jeden Fall. Man muss sagen, dass das ein Landespokal ist, der auch wirklich unangenehm ist, weil einfach viele Regionalligisten mitspielen oder auch ambitionierte Oberligisten. Und man hat es jetzt ja auch schon wieder gesehen, dass auch ein paar Drittligisten sich schwer tun oder auch zum Teil ausgeschieden sind. Von daher ist das einfach ein dahingehend unangenehmer Wettbewerb. Und ja, es liegt ja an uns, das dann jetzt auch zu ändern. Bislang sieht es gut aus. Auch in den letzten Wochen sah es beim FSV sehr gut aus. 3-mal in Folge ohne Gegentor, 2 Siege, ein Unentschieden geholt in der dritten Liga. Wie zufrieden, wie erleichtert sind Sie auch über diese Entwicklung, nachdem der Saisonstart ja, was die Ergebnisse anging, nicht so verlaufen ist, wie man es sich erwünscht hat? Ja, schon. Also war natürlich wichtig für uns, dass wir dann erstmal den ersten Sieg landen, uns dann jetzt auch defensiv stabilisiert haben, gegen Ball auch wirklich ordentliche Spiele gezeigt haben. Jetzt auch gegen Osnabrück, wo wir 0:0 gespielt haben und gewonnen haben. Und jetzt wird es darum gehen, genau darauf aufzubauen. Dass das die Basis ist, haben wir immer gesagt und die stimmt jetzt. Die Arbeit gegen Ball, die Leidenschaft, die Einstellung stimmt. Und jetzt geht es natürlich auch darum, den nächsten Step zu machen, dann auch wieder im Spiel mit Ball variabler zu sein, dem Gegner dann auch mehr Aufgaben zu stellen und dadurch dann im besten Fall auch gleich nächste Woche gegen Duisburg anzufangen und zu Hause dann auch ein Spiel zu gewinnen. Zum Abschluss, Sie sprechen dieses Spiel an gegen Duisburg. Das ist ein Duell zwischen 2 direkten Tabellennachbarn, richtiger Abstiegsgipfel. Wie wichtig ist es da, das zumindest nicht zu verlieren, nachdem die Duisburger jetzt auch den Trainer gewechselt hat mit Pavel Dotschev? Ja, ich meine, die Liga ist so eng und so ausgeglichen. Von daher jetzt von so einem absoluten Abstiegskrimi zu sprechen, ist mir jetzt auch noch ein bisschen früh in der Saison. Aber es ist schon ein heißes Spiel. Ja, aber ist es immer. Also ich weiß kein Langweiliges in den letzten Jahren. Von daher wissen wir das schon, wir wissen auch, was auf uns zukommt. Duisburg sicher eine Mannschaft, die auch ein Stück weit hinter ihren eigenen Erwartungen ist, jetzt reagiert haben. Aber für uns geht es darum, das, was ich vorhin gesagt habe, das, was wir die letzten Wochen uns erarbeitet haben, weiter beizubehalten und dann den nächsten Schritt zu machen, um dann auch endlich mal zu Hause zu gewinnen. Jan Koskun steht schon bereit. Eine Frage zum Abschluss noch zu Manni Starke, der kurzfristig ausgefallen ist. Haben Sie Sorge, dass es was Längerfristiges wird? Ich hoffe es nicht. Er hat sich gestern im Abschlusstraining verletzt. Ein bisschen Probleme im Adduktorenbereich. Wir müssen Montag nochmal genau abklären, was es genau ist. Die Tendenz geht Richtung Muskelfaserriss. Und am Montag müssen wir dann mal gucken, wie schlimm, wie stark das ist. Wir hoffen natürlich, dass er nicht allzu lange ausfällt. Toni Wachsmuth, vielen Dank. Und dann holen wir uns direkt den nächsten Rekonvaleszenten hier rein. Jan Koskun mit der Schiene am Bein kann normal gehen, aber richtig rund ist es noch nicht. Herzlich willkommen, Jan Koskun. Zunächst mal die Frage, wir haben gerade schon das Thema Verletzungen beim FSV gehabt mit Toni Wachsmuth. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, mir geht's gut. Wie gesagt, den Umständen entsprechend, aber meine Reha verläuft gut.
Und ich bin optimistisch, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann. Ich weiß, dass man sich da mit Prognosen immer zurückhalten muss. Können Sie so grob abschätzen, wann es wieder was werden könnte? Da halte ich mich ein bisschen zurück, weil dann würde ich mich auch selber unter Druck setzen. Also, wie gesagt, meine Reha verläuft gut und da muss ich auch abwarten, wie das Band auch verheilt und je nachdem. Aber ich würde jetzt ungern ein Datum oder irgendwelche Prognosen abgeben wollen, weil am Ende muss ich abwarten, wie schnell es einfach verheilt. Sprechen wir über die heutige Partie. Wie schätzen Sie das ein, was Ihre Teamkollegen bislang auf den Platz gebracht haben? Ja, also ich fand, wir haben das Spiel gut begonnen, haben dann auch relativ früh das Tor gemacht und auch das zweite, also hatten eigentlich alles im Griff und dann, glaube ich, durch eine unglückliche Aktion einfach ein Gegentor kassiert. Aber also meiner Meinung nach haben wir alles im Griff und werden dieses Spiel auch gewinnen. Also. Inwieweit war denn dieses Spiel vor 2 Jahren im Vorfeld Thema in der Mannschaft? Joe Ennox hat gesagt, ich gucke nicht zurück, wir haben unsere Lehren daraus gezogen, aber in der Mannschaft spricht man ja schon über solche Ereignisse. Ja gut, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht in Zwickau, also deswegen, ich habe es aber von den Jungs gehört, deswegen haben die mir ein paar Sachen erzählt. Aber Pokalspiele sind immer nicht einfach, also man sollte hier eh niemanden unterschätzen und vor allem nicht im Pokal. Und der Sachsenpokal ist echt auch schwer und ja, aber deswegen, ich glaube, heute gehen wir es seriös an und bisher läuft es ja auch gut. Inwieweit ärgert es Sie, dass man in einem Spiel, wo man alles im Griff hat, dann durch diesen einen schlimmen Fehler Inter im Grunde selbst wieder ins Spiel holt? Ja, na klar ärgert es uns, aber wie gesagt, Fehler passieren, gehören dazu zum Fußball und die machen die Jungs ja auch nicht mit Absicht, weil ich ja selber auch am Platz stehe, weiß ich das auch. Und ja, jetzt geht es einfach nach vorne schauen, 45 Minuten Gas geben und dann das ein oder andere Tor noch machen und dann ruhig nach Hause fahren. Was ist Ihr Ansatz? Wie muss der FSV jetzt diese 45 Minuten angehen, abseits von Vollgas geben, um das Ding dann tatsächlich mitzunehmen? Na, einfach wie in den ersten 20, 25, 30 Minuten. Da hat man gesehen, wir waren galliger, griffiger, wir wollten einfach mehr. Und einfach da dranbleiben, weil dann ist auch ein Unterschied zu sehen. Can Kozgun, vielen Dank. Und wir sind gespannt, was der FSV Zwickau anbietet in den zweiten 45 Minuten. Bleibt so souverän oder kommt Inter vielleicht doch nochmal zurück? Gleich gibt es die Antwort in wenigen Augenblicken, wenn die Mannschaften wieder da sind. Bis gleich. Thank you.
Sind wieder da und beim FSV Zwickau bahnt sich ganz offensichtlich ein Doppelwechsel an. Maximilian Jansen und Patrick Göbel stehen bereit und werden zur zweiten Hälfte in die Partie kommen. Patrick Göbel, für ihn das Comeback nach Verletzungspause, hat sich beim Auswärtsspiel in München nach 22 Minuten verletzt, muskuläre Probleme in den letzten Wochen. Seit gestern kann er wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Heute bekommt er sofort Einsatzzeit. Der linke hintere Oberschenkel noch getaped. Jetzt also Göbel und Jansen neu in der Partie. Jansen wird sich im zentralen defensiven Mittelfeld einordnen. Und Göbel kommt über rechts offensiv. So, dann geht's jetzt gleich los mit der zweiten. Wenn ich es richtig sehe, sind Möker und Könnecke runtergegangen. Göbel also rechts offensiv, dafür geht Gomez ins Zentrum hinter die Spitzen und Jansen übernimmt den defensiven Part im zentralen Mittelfeld beim FSV Zwickau. Maximilian Jansen, ein Neuzugang, der sich bezahlt gemacht hat, jetzt schon mit ihm hat der FSV noch kein einziges Spiel verloren. Und wir sehen gleich zu Beginn die erste Ecke für Inter. In Durchgang 1 hatten wir den Zwickauer Blitzstart. Erleben wir jetzt den Leipziger. Hart vors Tor getreten. Hauptmann und Göbel. Stark gespielt, Hauptmann. Will den Elfmeter. Und Jens Klemm sagt sofort, nö, das reicht nicht. Hauptmann und Göbel jetzt also auf der rechten Seite können beide sowohl den offensiven als auch den defensiven Part übernehmen. Schwer auszurechnen, das Gespann auf rechts. Schikora.
Jansen kommt nicht dran. Obina Johnson. Und Rheintaler. Robey vor Vogt. Einer der damaligen Torschützen für Inter ist hier mit im Stadion, Dongmin Kim, hat damals zum 1:0 getroffen gegen Zwickau. Aktuell ist er ja für Eilenburg aktiv. Gestern aus dem Pokal ausgeschieden in Markranstädt. Heute drückt er seinem Ex-Club die Daumen hier in Torgau. Ecke Zwickau, Göbel. Der Mann für die Standards, wenn er auf dem Platz steht. Stark getreten, Rheintaler kommt nicht dran. Gomez. Joanne Gomez! Starke Parade. Und nochmal die Möglichkeit für Lokoc. Doppelchance für Zwickau. Waldtonen pariert gegen Gomez und Lokoc bekommt den Ball nicht über die Linie gedrückt. Auch Durchgang 2 beginnt durchaus ansehnlich. Die Ecke für den Außenseiter, die Doppelchance für Zwickau und der nächste Anlauf ist schon unterwegs. Vogt mit dem Fehlpass. Hauptmann. Und Göbel. Lokoc. Lars Lokoc ärgert sich. Zweite Kopfballgelegenheit für ihn schon im zweiten Durchgang. Ist der etwas auffälligere der beiden Stürmer da vorne neben Ronny König. Ganz zu Beginn gab es ja durchaus Zweifel, ob die beiden gemeinsam im Sturm funktionieren würden. Ähnliche Stürmertypen, beides bullige Stoßstürmer. Aber das funktioniert sehr gut mit den beiden. Lokoc, der etwas aktivere, natürlich laufstärkere und schnellere Spieler. Und trotzdem wuchtig und kopfballstark. Gomez und Göbel, starke Flanke, Williams klärt zur Ecke, bringt schon Schwung rein, Patrick Göbel, der sich wieder auf den Weg macht zur Eckfahne. Hat ja beim FSV Zwickau unter Thorsten Ziegner damals zusammen mit Toni Wachsmuth eine Ära mitgeprägt. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Rheintaler. Zwickau bleibt gefährlich nach Eckbällen. Malero. Frick. Und Obina Johnson. Kommt da ansatzlos zum Abschluss. Rheintaler nah am Mann und trotzdem kann Obina Johnson sich durchsetzen.
strahlt immer Torgefahr aus. Sobald er am Ball ist, muss Zwickau auf der Hut sein. Malero. Kein Foul, sagt Klemm. Der FSV Zwickau und die Führungen, ein Thema für sich in dieser Saison. In den letzten Wochen ist es besser geworden. Da haben sie die Spiele dann auch mal gewonnen zu Beginn der Drittligasaison. Da war es geradezu verheerend. Fünfmal lag Zwickau in Führung, fünfmal konnten sie das Spiel am Ende nicht gewinnen. Eine Statistik, die man natürlich auch bei Inter Leipzig zur Kenntnis genommen hat. Klares Foul von Rheintaler, Trikotzupfer gegen Obina Johnson und Williams. Macht's dann doch nicht, überlässt für Georg Kauk, der für den Kapitän in die erste Elf gerutscht ist. Jansen. Abschlusschance, Türk Yilmaz und Malero. Malero macht's nicht selbst, legt nochmal quer. Vielleicht wäre der direkte Abschluss die bessere Variante gewesen. Eine Situation, aus der der Außenseiter mehr machen muss. Malero. Auch er deutet immer wieder seine individuelle Klasse an. Eben hat er die falsche Entscheidung getroffen. Obina Johnson. Nochmal Malero. Lässt Vogt stehen und holt die Ecke gegen Shikora. Inter ist im Spiel. Beide Arme hoch. Massenauflauf im 5-Meter-Raum vor Johannes Brinkis. Kauk gegen Jansen. Der Zwickauer bleibt Sieger und Vogt startet. Guanera. Also der FSV Zwickau, der darf sich hier keineswegs zu sicher fühlen. Hat längst nicht so viel Spielkontrolle wie in Durchgang 1. Inter mutiger, Inter mit mehr Ballbesitz, mit mehr Spielanteilen. Im Vergleich zum ersten Durchgang. Und zumindest schon mal mit einer Halbchance. Gomez, Stockfehler. Jansen. Bekommt den Freistoß für sich gepfiffen nach Foul von Marek Langer. Gomez verhindert die schnelle Ausführung des Einwurfs. Obina Johnson fordert den Freistoß, sei da gehalten worden, sagt er.
Weiter geht's mit Einwurf Zwickau. Schikora will sich da ein paar Meter gut machen. Und wird zurückgepfiffen. Schlitzohr Schikora. Unheimlich wichtig für den FSV in der jetzigen Situation, dass er so variabel ist. Geholt als Außenverteidiger, dann zum zentralen Mittelfeldspieler umfunktioniert von Enox. Jetzt hilft er wieder hinten links aus. Göbel. Zu weit für Vogt. Lukosch mit dem Fehlpass. Zwickau tut sich schwer. Tut sich traditionell schwer im Sachsenpokal. Wir haben es mit Toni Wachsmuth thematisiert in den letzten Jahren. Immer das überraschende Ausscheiden. Zweimal gegen Rekordpokalsieger Chemnitz. Irgendwie kann sich der FSV nicht so wirklich durchsetzen im Sachsenpokal. Erlaubt sich immer wieder die Aussetzer gegen Regionalliga-Teams, die dann letztlich auch bestraft werden. Oder, wie vor zwei Jahren auch, gegen den Oberligisten hier in Torgau gegen Inter. Robina Johnson. Johnson und Malero, die auffälligsten Offensivakteure bei Inter. Lautstarke Ansage von Coach Carsten Hensel. Vor zwei Jahren hat er das Ganze noch als Sportdirektor begleitet. Jetzt aktuell in Verantwortung. Zoran Levnajic, der bisherige Cheftrainer, ist ins zweite Glied zurückgetreten. Aktuell Co-Trainer. Der Verein hat sich nach der Pandemie neu aufgestellt, Kräfte gebündelt. Gibt die gelbe Karte. Türk Yilmaz müsste das sein, der da den Freistoß blockiert hat und dafür von Jens Klemm verwarnt wird. Reintaler. Yannick Vogt, technisch beschlagener Spieler. Göbel ausgebremst von Inter. Und Obina Johnson wird geschickt. Muss den Freistoß kriegen gegen Frick. Und auch der sieht die gelbe Karte. Es ist und bleibt das Mittel der Wahl bei Inter. Der weite Ball auf Robina Johnson. Und dann muss der zusehen gegen Reintaler und Frick. Jetzt darf er sich den Ball zurechtlegen. Der Torschütze zum Anschlusstreffer. Robina Johnson mit der Hereingabe und der Abschluss.
durch Guarnera. War da etwas überrascht, dass ihm der Ball so frei vor die Füße fällt. Deshalb fehlte letztlich die Präzision in diesem Schuss. Aber Inter ist nach wie vor im Spiel. Die offensiven Ansätze nie brandgefährlich bislang, aber es gibt sie. Und allein das sorgt dafür, dass Zwickau weiterhin hellwach sein muss am heutigen Nachmittag. Nächster Wechsel beim FSV. Joe Enox bringt Luca Horn in die Partie für Yannick Vogt. Horn, der das Tor in Osnabrück von Ronny König vorbereitet hat. Erste Torbeteiligung für ihn im Trikot des FSV. Dritter Wechsel bei den Zwickauern. 4 sind insgesamt erlaubt im Sachsenpokal. In einer möglichen Verlängerung käme ein 5. Wechsel hinzu. Die Wechselregularien ja mittlerweile etwas unübersichtlich. Im Sachsenpokal, wie gesagt, sind es 4, auch in 4 unterschiedlichen Zeitetappen. In der Liga beispielsweise sind es ja 5, die man aber auf 3 Wechselperioden aufteilen muss, plus die Halbzeit. Horn ordnet sich auf der Position von Yannick Vogt ein, linksoffensiv. Da ist der Neue. Luca Horn gegen Williams. Jansen. Kein guter Ball von ihm. Williams macht zu wenig draus aus dem Ballgewinn. Horn und Göbel, die beiden offensiven Außen bei eigenem Ballbesitz. Extrem weit aufgerückt. Göbel mit der Flanke. König kommt nicht dran. Ronny König mit 3 Saisontoren bislang in der dritten Liga. Türk Yilmaz. Guter Ball auf Obinna Johnson. Hauptmann, passt auf. Lokoc. Sikora. Auf Horn. Luca Horn. Und König kommt erneut nicht an den Ball. Gut verteidigt von Guarnera. Der FSV bemüht, dieses Spiel dann doch frühzeitig zu entscheiden, um nicht wieder bis zum Schluss zittern zu müssen. Obinna Johnson und Malero. Türk Yilmaz etwas zu steil für den Stürmer. Jansen und Gomez, die beiden, die in Durchgang 2 das zentrale Mittelfeld bilden. Jansen
im defensiven Part und Gomez auf der 10er Position. 4-4-2 Raute nennt sich das, was der FSV da macht in Durchgang 2. Jetzt gibt's den Freistoß. Göbel. König getroffen von Obina Johnson. Kein Foul entschieden von Clem. Malero bekommt die Kugel nicht unter Kontrolle. Und die Partie tritt langsam aber sicher ein in die heiße Phase. Gut 21 Minuten noch zu spielen. Plus Nachspielzeit. Und Zwickau darf sich nach wie vor seiner Sache nicht sicher sein. König. Auf Horn. Guter Laufweg von Schikora. Riskant, was Inter da macht. Obina Johnson bleibt dabei, hat einen schweren Stand gegen Rheintaler und Frick, fast immer auf sich allein gestellt gegen die beiden Innenverteidiger. Und Horn gegen Williams. Gut rumgezogen, Horn holt die nächste Ecke. Patrick Göbel wird ihm gut tun. Diese Einsatzzeit, 45 Minuten, wenn er denn bis zum Ende dabei bleibt, nach seiner dreiwöchigen Verletzung, genau das richtige Spiel, um wieder heranzukommen an die Wettkampfpraxis. Göbel und Horn, entscheidend gestört von Malero, nochmal Göbel. Joan Gomez, Sunny Boy aus Texas. Joe Enox hat seinen Transfer mit eingefädelt, hat sich in der US-amerikanischen Heimat informiert über seinen Landsmann Joan Gomez, hat nur Gutes gehört und dann haben sie ihn verpflichtet, sind bislang auch sehr zufrieden mit ihm. Ein ganz feiner Fußballer, der seine ersten Schritte geht im Profifußball. Vorteil entscheidet Clem, der kommt nicht zustande, dann gibt es den Freistoß. Nach dem Foul von Lokoc an Kauk. Gelb für Ronny König. Vermutlich hat er sich beklagt über die Entscheidung von Clem. Der King, wie sie ihn in Zwickau nennen, verwarnt. Kauk und Brinkies. Johannes Brinkies
hat seinen Kasten zuletzt immer sauber gehalten. Sein letztes Gegentor hat er vor fast einem Monat kassiert. Am 15. September war es zu Hause beim 2:2 gegen den Halleschen FC. Seitdem Johannes Brinkies mit gelbem Trikot und weißer Weste. Malero. Kauk startet über rechts. Malero macht selbst und macht nicht gut. Zu überhastet dieser Abschluss. Der FSV Zwickau natürlich weiterhin überlegen, weiterhin die bessere Mannschaft. Ein Zweiklassenunterschied, nichtsdestotrotz nicht zu erkennen. In Durchgang 2, Inter viel präsenter als in den ersten 45 Minuten. Gomez. Lukocz. Eckball. Williams geht da nicht hinterher, um den Ball womöglich noch im Spiel zu halten. Kurze Ansage von Jens Klemm an die sich warm machenden Reservisten bei Inter. Erster Wechsel bei den Gastgebern. Guillaume Thierry kommt in die Partie für Malero. Hat sich aufgearbeitet. Und jetzt Göbel, Waldtonen, Frick und dann rettet Guanera. Waldtonen nicht souverän in dieser Situation, greift daneben, gute Gelegenheit für den FSV. Die nächste Ecke, die für Torgefahr sorgt und Patrick Göbel legt sich schon wieder den Ball hin. Göbel und Frick Waldtonen. Nächster Wechsel bahnt sich an bei Inter. Georg Böhme wird gleich in die Partie kommen, macht sich gerade an der Auswechselbank bereit. König. Gomez und Göbel. Etwas zu weit für Lukocz. Göbels Eckbälle mit großer Regelmäßigkeit gefährlich. Seine Flanken immer mal wieder einen Tacken zu weit. Auch das natürlich eine Frage der Spielpraxis. Obina Johnson. Zeit zum Wechseln für die Leipziger. Kauk geht runter, so wie es aussieht. Genau so ist es. Und für ihn kommt Georg Böhme
Bikauk, ein Verteidiger. Seit 2020 ist er bei Inter und gehört damit, so kurios es klingen mag, zu den Dienstältesten. Lokoc. Chicora gegen Thierry. Gutes Zweikampfverhalten vom eingewechselten Franzosen. Auch wenn Zwickau im Ballbesitz bleibt. Lokoc kommt nicht dran. Gomez. Gomez, Joan Gomez. Göbel. Und Lokoc. Diesmal die Flanke perfekt. Von Göbel, Zentimeter genau auf die Stirnplatte von Lars Lokoc. Jansen, Schmerzensschrei zu hören bis hierhin. Hart getroffen in diesem Zweikampf. Göbel, Hauptmann, schaltet sich wieder mit ein. Reintaler. Chicora. König, Guarnera, gut verteidigt. Macht ein starkes Spiel, der Innenverteidiger. Und der nächste weite Ball. Obinna Johnson, schneller als Frick. Und dann das Foul an Reintaler. Obinna Johnson nimmt beiden einige Meter ab und behilft sich dann mit dem leichten Schubser gegen Reintaler. Richtige Entscheidung für meine Begriffe von Klemm, da auf Foul zu entscheiden. Und trotzdem zeigt diese Szene, Inter ist noch da. 10 Minuten noch zu spielen. Und der FSV lebt gefährlich. Wenn sie das Ganze über die Zeit bringen, dann sprechen wir am Ende von verdient, aber glanzlos. Und sie müssen nach wie vor aufpassen. Zwickau natürlich mit mehr Spielkontrolle, natürlich die tonangebende Mannschaft. Kein schlechter Auftritt von den Jungs von Joe Enox. Nur den entscheidenden Punch, den müssen sie noch setzen, um ruhig in die Schlussphase gehen zu können. Obinna Johnson. Chicora. Gefährlicher Ballverlust. Und Williams. Obinna Johnson wird gehalten von Chicora. Hätte den Freistoß kriegen müssen. Aus meiner Sicht. Klares Trikotziehen von Chicora, der durch seinen Fehler das Ganze erst eingeleitet hat. Glück für Zwickau, dass es den Freistoß nicht gibt. Williams. Schwache Hereingabe. Hat so viel Platz und so viel Zeit und macht so wenig draus. Mikoski, der Mann, der heute die Kapitänsbinde trägt. Göbel, Hauptmann mit dabei.
Stark abgegrätscht von Borbay. Nächste Ecke. Und der nächste Wechsel bei Inter Leipzig, wenn er denn schon vollzogen wird. Nee. Carsten Hensel wartet diese Zwickauer Ecke noch ab, bevor er Marwana Lamouri in die Partie bringt. Wieder Göbel. Patrick Göbel. Und Horn. Jansen. Nochmal Göbel. Obina Johnson. Neuaufbau beim FSV. Damals war es für Inter die magische Nacht von Torgau. Soll es heute ein magischer Nachmittag werden, dann brauchen sie ein Tor. Und zwar möglichst schnell. 6,5 Minuten noch zu spielen. Shikora. Nächste Ecke. Jetzt also der Wechsel, Marwana Lamouri kommt in die Partie. Mittelstürmer, quirliger, ballsicherer Spieler. Samuel Brobey geht runter und Lamouri kommt für die Schlussphase. Hat schon in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt. Carsten Hensel ist es schwer gefallen, ihn draußen zu lassen. Jetzt Göbel. Waldtonen. Und Lokoc. Dicke Gelegenheit für Lars Lokoc. Etwas glücklich zustande gekommen. Hätte hier alles klar machen können. Dominik Baumann zieht sich das Leibchen aus beim FSV Zwickau. Offensichtlich darf auch er sein Comeback nach langer Verletzungspause feiern in der Schlussphase. Joe Enox hatte gehofft, dass die Partie frühzeitiger entschieden ist, damit Baumann etwas länger Einsatzzeit bekommen kann. Jetzt die Möglichkeit für Göbel und für König. Ronny König macht alles klar. Wunderschöner Angriff über Gomez, über Göbel auf König und in Spielminute 86 stellt der FSV Zwickau auf 3:1. Ronny König, wie schon in Osnabrück, macht er auch heute sein Tor. Inter war bemüht, ohne wirklich zwingend zu werden gegen den FSV Zwickau. Wir werden jetzt sicherlich nochmal versuchen, alles nach vorne zu schmeißen. Foul von Jansen. Und es gibt nochmal den Wechsel beim FSV Zwickau. Der vierte und letzte für diese 90 Minuten. Dominik Baumann kommt rein für den Torschützen zum 3:1 für Ronny König. Baumann hatte lange zu kämpfen mit einer Muskelverletzung. Letzte 5 Spiele mit Muskelfaserriss verpasst. Jetzt ist er wieder da und darf zumindest für die letzten paar Minuten noch etwas Wettkampfpraxis mitnehmen. Ja.
Nikoski. Kein Foul von Williams gegen Horn. Und Obina Johnson holt zumindest die Ecke. Zweieinhalb Minuten noch regulär. Wenn Inter sich nochmal zurückmelden will, dann sollten sie das möglichst bald tun, um nochmal hoffen zu dürfen. Allerdings deutet kaum was darauf hin. Die Torgefahr hielt sich in engen Grenzen. Zwickau hatte fast alles im Griff in der Defensive. Und darf jetzt kontern über Gomez. Göbel startet, den sieht er nicht. Schwacher Ball von Gomez. Mittlerweile deutet nichts mehr darauf hin, dass Inter Leipzig den großen Überraschungserfolg von vor zwei Jahren wiederholen kann. Gegen einen FSV Zwickau, der offensiv immer bemüht war, der sich wenig wirklich hochkarätige Chancen rausgespielt hat und trotzdem immer Herr der Lage war, defensiv. Kaum was zugelassen. Die Innenverteidigung um Frick und Rheinthaler stand gut, hatte Obina Johnson weitgehend im Griff. Und jetzt sind es noch 40 Sekunden regulär, bis der FSV Zwickau dieses Spiel als Sieger beenden wird. Inter hatte sich bei der Auslosung schon leicht geärgert über dieses Los, hatte in der dritten Runde auf einen Gegner gehofft, den man besiegen kann, gegen den man zumindest realistische Chancen hat. Dann kam natürlich schnell die Hoffnung auf, das Ganze nochmal zu machen, wie im November 2019. Diese Hoffnungen, die sind mittlerweile so gut wie begraben. Zwickau spielt das hier souverän runter. Jansen. Göbel, nochmal ein guter Ball. Fahne ist oben. Für Baumann wäre ein tolles Comeback gewesen für ihn. Letzter Wechsel bei Inter. Philipp Kolev kommt für die letzten Sekunden in die Partie. 18 Jahre jung, bulgarischer Mittelstürmer. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Eine Minute sind wir bereits drüber. Kolev bekommt noch ein paar Sekunden Einsatzzeit. Williams. Immer noch Williams. Langer. Und dann dürfte es gewesen sein. Jens Klemm guckt auf die Uhr. 90 Sekunden über der Zeit. Der FSV Zwickau zieht letztlich souverän ein in die nächste Runde und darf weiter davon träumen, in diesem Jahr endlich mal den großen Coup zu landen im Sachsenpokal. Drittrundenspiel in Sachsenpokal bei 440 Zuschauer sehen einen letzten Angriff, der nicht zu Ende gebracht wird von Inter Leipzig. Und dann ist die Partie
beendet. Zwickau gewinnt mit 3:1 in Torgau gegen Inter Leipzig. Letztlich nie wirklich gefährdet. Souveräner, hochkonzentrierter Auftritt vom FSV Zwickau, der sich einen schlimmen Patzer erlaubt und Inter dadurch ins Spiel zurückgeholt hat. Ansonsten hat der FSV kaum was zugelassen, war jederzeit Herr der Lage und zieht verdient in die nächste Runde ein. Und vielleicht klappt es ja diesmal für den FSV Zwickau im Sachsenpokal, nachdem man in den letzten Jahren immer das Nachsehen hatte. Wir sind gespannt. Inter wird diese Niederlage wegstecken und dann in der Oberliga angreifen. Nach misslungenem Saisonstart will die Mannschaft jetzt in Fahrt kommen. Die Leistung heute war völlig in Ordnung, kämpferisch alles reingeschmissen. Zumindest bis kurz vor Schluss auch die Hoffnung am Leben gehalten, doch noch zum Unentschieden zu kommen. Also beide können erhobenen Hauptes aus diesem Nachmittag gehen und der FSV Zwickau darf träumen vom ersten Sachsenpokalsieg. Das soll es gewesen sein aus dem Hafenstadion in Torgau. Inter leckt die Wunden und der FSV darf sich gleich noch feiern lassen von den mitgereisten Anhängern. Wir verabschieden uns. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Schöne Grüße aus Torgau. Ciao.